Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart Super Circuit. Es tut mir schon mal vorhin weg, dass wir in dem Part leider noch mal ein paar Baugeräusche haben. Das könnten wir jetzt nicht verhindern. Ist aber nur in diesem Part so. So, wir machen weiter mit Mario Grand Prix. Wieder verrückt das jetzt aus jeden Fall. Alles andere würden wir nicht überleben. Wir nehmen aus jeden Fall. Ich hab überlegt, aber was Super zu nehmen. Dann schauen wir mal, wer es sein wird. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich will Luigi sein, okay. Wer hat das letzte Mal in Flower Cap erfolgreich gemacht? Heute kommt schon der Lightning Cap, also der Blitz Cup. Ich bin sehr gespannt. Wir haben Luigi Circuit, Sky Gun, Seep Seep Island und Sunset Hills. Fangen wir mal an. Let's W dann Haber, man konnte es ein bisschen ziffern. Aber bei Hillset ohne die, ich weiß nicht. Der Wursch, Uber, der ist da geregnet, sieht es mal nicht ganz so gut aus. Auch Luigi ist ja groß auf den Luftballon drauf, was witzig ist, da wir auch Luigi sind. Also, scheiße, die sind mal voll für Luigi. Nochmal zur Erinnerung, man darf nicht schlechter werden als Platz 4. Also ich war hier schon mal sowas von raus. Oh Gott. Die sind halt. So, hier war Item. Genau, die Tastbelegung war auch ein bisschen sehr komisch, weil ich spiele das Ganze, aber man kann dann Original Game Boy, ist das schlimm. Den kann man ja nicht capsern. Wie ihr vielleicht ja wisst, wenn ihr euch damals auseinandergesetzt habt, so, das geht ja generell nur mit Geräten, die einen HDMI-Eingang haben, also wie die Wii U oder Switch oder auch Wii mit Adapter. Ja, aber so ein Game Boy hat das ja von Haus aus nicht, weil, der nicht von Fernseher gedacht war. Und da gibt es theoretisch einen Adapter, mit dem das geht. Das will ich auch irgendwann mal ausprobieren, weil ich prinzipiell eher mal ein Fan davon bin, dass man die Sachen wirklich auf der Originalkonsole spielt. Das tausendmal scheiße. Tausendmal cooler ist. An und für sich. So. Aber, das ist einfach, spiele ich jetzt auf der Nintendo Switch Online. Da ist das Spiel nämlich drin, also auf der Switch. Das ist von der Steuerung her halt ganz gut. Alles, weil das ist im Prinzip auch nichts anderes wie das böse Wort, das man nicht sagen darf. Also die Nintendo Ninjas holen einen Emulator. Aber es ist nichts anderes, es simuliert das Game, man kann sogar Saves, also so Speicherpunkte und sowas draufhauen. Das sind alles Sachen, die ich halt ein guter Emulator auch kann. Es ist wirklich basically nichts anderes in dem Sinne. Egaler Emulator. Ja, ist das schlimm hier. Nein. War doch nicht so ins Gebüsch. Ich will wenigstens weiter werden. Andere wäre unverzeihlich. Fahr doch! Scheiße! Wenn ich so dumm gefahren wurde, deswegen nur Dritter. Ey, was soll der Müll? Ja, okay, nee, das war gar nicht mal so wild. Aber okay, wir lassen es beim Dritten. Also, ich finde das Mario Kart ist halt wirklich sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und komisch. Ja, weil es. Also, ich habe Leute gefragt, was weitergeht. Ich will ein bisschen als Retro bleiben. Das hat viele, viele Projekte, selbst ich mir das halt aufarbeiten will. Oh Gott. Aber ich will tatsächlich ein bisschen erstmal in Retro bleiben und habe mich dazu entschlossen, meine Mario Party Reihe fortzusetzen. Aber es hat Teil 1 und Teil 2 so halbe Aktion gespielt. Ich will aber Teil 2 erstmal bei dem belassen, was da ist. Und das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren gemacht. Boah, doch, meine Scheiße. Oh Gott, das ist, ja. Und ich will mich jetzt auf den, Nachfolgerteil, heißt den dritten, konzentrieren. Das ist mein Plan. Danach kommen mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Also habt ihr einiges vor. Das heißt dann nachher, also im Laufe der nächsten Zeit, also paar Jahre, nehmen wir vor, alle mal Partyteller einfach auch mal durchzuspielen. So ein Müll. Weil ich die Reihe echt gern mag. Aber das würde ich eigentlich so gerne alleine machen. Der Stern oder sowas wäre mal lustig. Der war schon seit Jahrzehnten nicht mehr dabei. Muss aber halt alles hauen in der Praxis dann eines Tages wieder. Ja komm! Wie das klappt. Doch Betrug pur. Wenn ihr müsst das mal überlegen, Leute, ich fahre 50 CCM. Ja, natürlich! Wie weit hast du mich das getroffen?
Ich trage an, weil es ist ja gar nicht mehr so schlimm, aber die Charaktere sind gerade echt assi drauf. Hä? Du haltest doch nicht mal irgendwas. Finde ich krass, dass man gleich instant verreckt. Oh Gott. Also, nee. Also das... Siehst du, genau, ich komme da nur dran, verreckt instant, obwohl nicht bei irgendeiner Banane irgendwas ist. Also, das muss man jetzt auch nicht verstehen, ne? Fahr doch raus. Ob das wirklich hier wirklich manchmal die Finger vom Gas runterzunehmen für einen kurzen Moment. Oh Gott. Ja, das ist ja richtig dumm, so kurz vor dem Ziel. Aber verwegen ist auch vierter Kopf. Fahr doch! Oh komm! Mann, wie dumm war das denn? Habt ihr das gesehen? Da war wieder Betrug pur hier. Was soll jetzt der Mist? Boah, ich bin jetzt wieder auf. Habt ihr das gesehen? Das war doch Betrug pur. Jetzt muss ich deswegen auch noch die blöde Strecke nochmal fahren. Boah, Alice, jetzt danke dafür. Weil ich diesen blöden Pilz eingesetzt habe und da einfach vorne keine runtergeruft bin. Verpiss dich. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Wenn man dieses Let's Play durch ist. Aber Mario Kart war damals halt wirklich zum Teil, ich würde es auch heute jetzt sagen, unspielbar. Mist. So empfindlich, man fällt so schnell runter. Man sieht zum Teil nicht mal, wo die Strecke ist. Ja, man kann nichts dagegen tun, wenn man nicht auf einmal auf den Strand landet. Also, ohne Müll. Das ist wirklich so schlimm. Also ich mag die alten Mario Karts wirklich überhaupt nicht. Aber ich, ja natürlich, ich habe nicht mal gesehen, dass es da runter ging. Und da braucht es immer ewig Jahre, bis das Ding wieder anfährt. Das ist wirklich so schlimm. Also ich kann mit den alten Mario Karts besten will nichts anfangen. Also NES und SNES, SNES und hier Game Boy. Der Rest geht. Nur GameCube ist es halt wieder witzig und N64 auch, aber alles andere davor, da hört es halt wirklich auf. Ja komm, das ist doch wieder Betrug pur hier. Das ist wirklich schlimm. Doch hier aus dem Sand raus. Ja komm, genau so was meine ich. Was soll denn das? Fahr, fahr, fahr. Bitte hier erst von einer Seite zu der anderen. Das ist wirklich ein Problem. Bin ich aber ganz kurz vorm Ziel. Da kann nicht mal viel passieren. Und ich wurde noch Erster, oh mein Gott. Besser ist es, ey. Also ich sag's, das Wissen ist wirklich dieses Mal hart. Das ist so dermaßen in sich. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich meine, ihr seht es ja selbst, ne? Also, was soll man dann großartig viel sagen, machen? Whatever. So, das sind die dritte Strecke, Sieb Sieb. Strand, die kennt man ja in ein bisschen in der Form ja auch, tatsächlich. Doch heute. Schön, dass die damals auch gab. Ich glaube, die ist wirklich ganz nett und ganz okay. Gut, hier weiß ich ja nicht, wie man lang muss. Ja, doch, einigermaßen weiß man schon. Du Heilige. Hier ist natürlich noch kein fancy Wasser, wo man dann unter dem Wasser irgendwie fährt und es alles verändert. Das sind alles so eine Sachen. Ja, komm. Die kam halt erst mit der Zeit. Wie man hier sieht, man kann halt, darf einfach gar nicht ansatzweise ins Wasser rein. Jetzt ist man halt weg. Ne? Hier sind Demonstrationszwecken. Man fährt halt nicht irgendwie außerhalb des Wassers einfach weiter. Weil es hier halt. Es wäre macht zum Teil so fahren. Also wirklich, ich bin so froh, wenn dieses Let's Play durch ist. Ich kann es auch gar nicht sagen, wie sehr es mich auf diesen Tag freue. Manche gerne das richtige Games mag, manchmal ist es schon hart belastet, zum Beispiel den Krebs.
Du hast erst gar nicht gesehen und wieso tust du erst gefühlt eine halbe Stunde später überhaupt die Auswirkungen von diesem Krebs merken, wenn er mit hier auf einmal anläuft? Also wirklich, das ist alles sehr suspekt. Ich fall schon wieder da rein, ne? Das ist auch ein Nachteil des Hubbard, nur ich als Real-Life-Spieler. Real-Life-Spieler würden ja nie im Leben hier in solchen Frequenzen da irgendwo reinfallen. Ne? Weil die sind es einfach gewöhnt, das zu fahren. Die sind viel besser. Wir haben auch nicht das Problem, dass sie was Besseres gewöhnt sind und dann nicht direkt am gar nichts mehr gesagt erkennen. Gott. Fahr doch nicht auf dem Gras, Mario. Das ist halt ein bisschen dumm. Mario sagte es. Und fuhr Luigi. Mario kann gerne auf dem Gras fahren. Natürlich fahre ich jetzt da rein. Geh doch weg. Nein, natürlich. Boah, da hat es Glück gehabt. Jawohl, und ich werde einfach noch Erster, weil ich mit dem Stern vorbei raste. Hat es erst Glück. Nee, sag's was, das ist alles Est. Gott, sehr gewöhnungsbedürftig. Also sehr gewöhnungsbedürftig. Gut, der letzte von Sunset Cup, Sunset Hills, keine Ahnung, wie die wird, die kenne ich tatsächlich auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass die es im neuesten Mal, anderes Mal gerade geschafft hat. Weil Sonnenuntergang ist ja eine schöne Stimmung, die es tatsächlich recht selten im Mario Kart bis jetzt gibt, aber. Ja, okay, dann gibt es jetzt 8 Spieler, ist doch nur 6, und wenn man 6 davon verkackt, ist ja lustig. Ach, ne, weißt du, das ist jetzt wieder total schlimm. Wenn man hier einfach nicht weiß, wo es Fahrpiste und wo nicht, also man weiß schon ein bisschen, aber ja, auch allein mit Beschleunigungsdingern da halt nicht an den Rand zu fahren, das ist halt so schwer. Es ist alles so schlimm. Wenigstens wird man nicht mit Items und so weiter im großen Stil belästigt, wenn man 50 CCM hat. Also wie das in 150 CCM aussieht, glaube ich, will ich gar nicht wissen. Ist wirklich so pain. Ich glaube, da wird es die besten Leute raushauen. Was soll ich nennen? Version von Mario Kart. Also ist ganz, ganz schlimm. Aua. Wäre es jetzt so eine Version, dann wäre es nicht der Erste. Oh, jetzt ist Nacht geworden, ist ein Untergang. Es sieht schon wild aus, muss ich sagen. Diese Mut. Was hat's denn was? Haben sie schon gut gemacht. Erinnert trotzdem nichts dran, dass ich das Game hart scheiße finde. Muss leider so ehrlich sagen. Hat so viele Schwierigkeiten. Nennen wir es mal. Nein, geh doch weg. Liebliche Schritte. Oh Gott. Ich hätte es lieber auf der letzten Gerade vor das Ziel ansetzen sollen. Das wäre effizienter gewesen, aber okay, Dritter ist okay. Kann man es natürlich beschweren, aber ich sage, es ist okay. Es ist gerade auch so okay. Passt. Ja, okay, da haben wir auch den Sunset Cups im Glück geschafft. Der war ja schon ein bisschen sehr kurios. Und ja, jetzt sehen wir noch das schöne Siegerpodest. Bei dem ich schon mal sage, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Falls dem so ist, lasst da gerne einen Daumen nach
Kommentar, wenn ihr wollt, dass es öfters sowas bringt. Diese Projekte, wo es einfach komplett am Verzweifeln bin. Am Ende des Tages. Aber ich bin immer noch Erster geworden insgesamt. Doch, wenn es knapp war, Glück gehabt. In dem Sinne sage ich danke fürs Zusehen und macht's gut. Bis zum nächsten Part. Und ciao.